Wer kennt es nicht? Man sucht wieder einen neuen Anime, weil man kann nicht die ganze Zeit 12 Folgen Romance-Animes gucken, aber man weiß nicht, welchen man gucken soll. Deshalb sind wir heute mal auf der Seite spin.moe unterwegs, nämlich das ist so gesehen ein Anime-Random-Generator. Also wir drücken hier einfach auf den Button und dann kommt irgendein Anime, den wir dann gucken. Wir werden es nämlich so machen, wir dreimal auf diesen Button und dann gucken wir drei Folgen von den je drei Animes. Ich glaube, das wird harter Trash, was uns hier empfohlen wird. By the way, dieses Format ist hardcore aus Amerika oder von so einem englischsprachigen YouTuber geklaut. Aber ich denke mal, jedes Mal kommt irgendwas anderes hier zustande. Also, ich denke mal, das geht dann klar. So, also wir drücken jetzt das erste Mal auf diesen Anime-Generator und Tales of Eternia. Oh mein Gott, das hört sich schon Arsch an. Oh mein Gott, was? Eine 5 von 10 in der Bewertung, okay. Das Ganze basiert aber nicht auf einem Manga oder irgendwie was anderes, sondern auf einem PSP-Spiel. Jedenfalls haben hier zwei Nationen keinen Kontakt mehr, was für uns aber, to be honest, irgendwie egal ist. Alter, diese Animationen sehen aus wie aus PowerPoint. Unsere Gang besteht in diesem Anime aus dem Kleinkind Meridy, der komischen Pharah, den obligatorischen OP-Charakter mit Schwert namens Raid und Kiel, welcher manchmal sehr komisch guckt. Raid trifft jedenfalls direkt mal auf die Rapperin Colina, wo er gleich mal gegen jegliche Tierschutzgesetze verstößt und die Tante will seine zukünftigen Heldengeschichten in Texte verfassen. Währenddessen geht Pharah auf die Jagd nach Essen, wo sie einen Hummer fangen will, aber da dessen Cousins erscheinen... Stallone, ich geb dir ein Stich, bin der Patron. Wird es kritisch. Okay, jetzt kommt die Mutter oder so. Yo, okay, wer ist sie? Tschernobyl, Mutation und so. Zum Glück hat sie aber so starke Attacken wie ihre ultraschwachen Fäuste, welche natürlich gar nichts bringen. Sie sagt so Rengehorn, als wäre das so eine Attacke und schlägt dann einfach nur so drauf. Ich kann auch nicht so Hadoken sagen und dann jemanden einfach so auf die Fresse schlagen. Dann hat es auch keinen Effekt. Aus diesem Grund kommt der Einzige aus der Gruppe vorbei, welcher irgendwie etwas drauf hat, also Raid. Und die anderen holen irgendwie so ihre Stance raus oder was das auch immer ist. Was ist das für Character Design? Also jetzt mal ernsthaft. Edge? Junge, nein, das ist TikTok Brainrot. Die greift Hummer mit Wasser an! Eigentlich bringen auch nur die Attacken des rothaarigen Schwertkämpfer irgendwas und damit gibt es auch Hummer als Abendessen. Da die Gang ohne Raid natürlich nutzlos ist, kommt Marone vorbei, welche diesen mitnimmt. Die restliche schwache Abenteuergruppe, welche by the way sehr schwach ist, also falls ich das noch nicht erwähnt habe, will dann ohne Raid ein Wasserwesen klatschen, aber da sie zu schwach sind und auch brutalst dumm, wollen die jetzt Wasser mit Wasser bekämpfen? Das macht gar keinen Sinn. Und jetzt holt auch so diesen Feuerdämon da raus, aber das macht auch keinen Sinn. Die bekämpfen ein Wassertier. Wasser löscht Feuer. Selbst ihre Monster checken das. Kriegen sie das natürlich nicht hin. By the way, falls ihr euch fragt, was Marone und Raid währenddessen machen, kann ich das nur mit Fanservice beantworten. Nein. Jo, okay, Giat. Da diese auch nicht so schwach wie die Abenteuergruppe sind, was um ehrlich zu sein auch nicht so schwierig ist, müssen sie dafür das Wasserwesen beseitigen. Danach ist Raid jedenfalls wieder bei seinen sehr schwachen Freunden und Pharah will nun zum Super Saiyajin werden, aber sie denkt halt zu sehr, dass sie der Main Character ist. Was? Warum? Warum schreit die auf random? Wie so eine richtig komische. Vor Ort möchte die Gang zwar chillen, worauf aber Pharah besonders zu Colina asozial ist, sodass diese verschwindet und leider ist die Sängerin so inmitten eines Sturmes. Ausgerechnet Pharah entschließt sich aber, diese zu retten und am Ende ist sie durch diese Sache ein kleines bisschen sozialer. Oh mein Gott, was eine Charakterentwicklung. Ich würde sagen so eine 7 von 10, weil manchmal war das Pacing wirklich Arsch, aber sonst eigentlich ganz okay. Also ich hasse so ein bisschen, dass so diese Marone, also diese Kidnapping-Frau, die dann doch irgendwie so cool war. Also die ist dann irgendwie weggegangen. Habe ich so gar nicht gefühlt. Und wirklich so diese grünhaarige war richtiges Arschloch so. Diese Heldentruppe ist eigentlich brutalst nutzlos. Nur so dieser rote ist da irgendwie krass. Also mit den roten Haaren. Also das ist wirklich insane. Es ist ein ertragbarer Watch. Power Stone ist das nächste. Und wieder 58%. Was ist das eigentlich für ein Character Design hier? Die ist gefühlt so Yusuke aus Jojo. Hier hinten haben wir noch so einen komischen Gon oder irgendwie so Ash Ketchum? Ich weiß nicht. Das sind wirklich die Abgründe von Anime. Oh nein, Ferus hat ein Video darüber gemacht, über das Game. Wenn ein gutes Game zum schlechten Anime wird, schon ein Schrott. Das hier basiert einfach auch auf einem Videospiel und es geht gleich mal mit einem Kampf los. Ja, was ist das?
das für ein Matchup, Bruder? Gewichtsklasse gibt es nichts. Falcon setzt sich aber gegen jegliche Naturgesetze und Logik durch, sodass er hier doch noch gewinnen kann. Als Anime-Main-Character darf man natürlich auch keine gesunde Beziehung mit seinem Vater haben und außerdem bekommt der Bruder von diesen einfach mal einen Stein. Sein Charakterdesign ist auf jeden Fall sehr wild, aber das von seinem nervigen Diener Apollos übertrifft wirklich alles. Darauf wird dieser von Civis aka Gangstern angegriffen. Jetzt reicht schon langsam das Päckchen rüber. Aber es gibt ja immer noch den Main-Character Falcon. Jedenfalls wollten diese den unglaublich krassen Stein und wegen dessen Legende ist auch einfach mal Falcons Vater weg. Also, oh mein Gott. Er trifft jedenfalls auf die Wahrsagerin bzw. Jepperin Rouge. Was, meine Zukunft liegt im Inneren dieses Steins? Halt den Mund. Wie random. Und danach begegnet er wieder den beiden Gangstern, wo er auch direkt mal gegen dessen Gang ran muss. Und dieser Anime ist wirklich gar nicht gut gealtert. Wir sind immer nur die Neger, die ganze Zeit unterdrückt von den Bonzen. Was? Die hauen N-Wort raus! Also ich weiß ja, so früher andere Zeiten und so, aber eine Anime-Synchro mit N-Wort habe ich auch noch nie gehört so. Auf einmal kommt sogar einfach noch ein Samurai dazu, weil es ist ja hier noch nicht Chaos genug. Er hat einen Orgasmus! Wagst es mich herauszufordern? Dann Zorro! Nein, Ryoma! Was hat das mit diesem Stein für eine Bewandtnis? Bewandtnis! Eine Synchro aus 1800. Falcon ist zwar nun umzingelt, aber auf einmal macht er durch den Stein eine Transformation, wo das Charakterdesign echt nicht besser wird, aber wenigstens kann er so seine Gegner, aber auch gefühlt die halbe Stadt beseitigen. Die Ninjas der Stadt wollen ebenfalls an den Stein, aber naja, lassen wir es mal. Vor allem ist Falcons Vater auch so voll der Held. Dann viel Spaß. Was? Der Vater geht nicht mal dazwischen. Ich meine, das Kindergeld bekommt er ja schon, also. Im Park wird er natürlich wieder angegriffen, also wird wieder das noch schlechtere Charakterdesign rausgeholt und der Park zerbombt. Und nun sind auch die Gegner in der Überzahl, also machen die Angreifer natürlich das einzig Logische, nämlich einen Rückzug. Zorro ist in diesem Anime auch sowas wie eine Yandere, sodass er nach Befehl seines Senseis, Sensei, den Bruder Falcon verfolgen will. Und warum ballern die auch eine Naruto-Anlehnung? Der Samurai geht dann ebenfalls zu Sally Bollywood, wo der auch echt komisch unterwegs ist. Hi, was? Er hat wirklich Orgasmen. Also der kann niemals den November überleben. Am Ende kämpfen, also ich weiß echt nicht, ob ich das einen Kampf nennen soll, weil sowas sollte schon spannend sein. Die beiden dann sogar, aber ey, das ist wirklich langweilig. Ich will nicht mehr über diesen Anime reden. Muss ich jetzt noch überhaupt irgendwas zu diesem Anime sagen? Die deutsche Synchro. Bruder, Alter, ich habe noch nie sowas gehört. Also da sind Aussprachefehler drinne, dann das N-Wort. Vielleicht war das dann noch so normal, ich weiß nicht. So irgendwie das alles so gemischt. Es gibt Ninjas, Samurais, irgendwie alles andere so. Dann gibt es so eine Wahrsagerin. Es macht einfach gar keinen Sinn, wirklich. Dieser Anime macht gar keinen Sinn. Es ist so schlecht. 2 von 10. Es ist irgendwie manchmal so dumm, dass es dann irgendwie wieder so ein kleines bisschen unterhaltsam ist. Aber es ist eigentlich gar nicht unterhaltsam, wenn ihr wisst, wie ich meine. Es ist wirklich so schlecht, dass es dann wieder lustig ist. So, es ist dumm. Bitte einen etwas guten, so, oder bitte so einen durchschnittlichen Anime. Nein, wieder 58%, was? Ah, my Buddha, was ist das? Comedy Edgy! Egal, ist gutes Genre. Nein, der erste Folgenname, Don't Get Aroused, was? Werd nicht erregt. Also hier ist zwar der 16-jährige Iku ein Mönch in Ausbildung, jedoch wird der Anime durch die 6 Mädchen, mit welchen er unter einem Dach lebt, zu einem brutalen Edgy. Warum haben die 2 so große Augen und sie hat hier gefühlt keine, hä, Bruder, was? Also geht es hier direkt mal mit dem Fanservice-Counter los. Um einen Geist auszutreiben, gibt es natürlich nur eine Möglichkeit, nämlich das Ausziehen. Danach darf eine wichtige Umkleideszene natürlich nicht fehlen. Der wichtige Shot oder wie? Hallo? Ey, wenn meine Eltern reinkommen, ich bin tot. Ich werde mehr als nur enterbt, so. Am nächsten Tag müssen sie aber wirklich mal irgendwas Religiöses machen, nämlich Puppen verbrennen. Da dort aber eine davon besessen ist, wird dieser Anime statt gottesfürchtig wieder gottlos, sodass sich ein Mädchen auszieht, worauf Iko zum Supermensch wird und die Puppe so beseitigt. Wenn du irgendwas Schlimmes mit Kindern anschaust, dann geh bitte woanders hin. Was zum Kenshin-Autor?
OMG. Später hängt der Bruder jedenfalls mit einem Mädchen ab. Also gibt es endlich mal was anderes als Fanservice. Wirklich, kann man das glauben? Danach betreten sie irgendeinen Laden, wo sie von besessenen Comic-Con Communicate Anime-Fans angegangen werden. Jedoch ist dieser Anime ausnahmsweise wirklich mal innovativ, da sich das Mädchen hier nicht erneut aussieht, sondern die Leute exorziert. Da in der zweiten Folge aber zu wenig Fanservice war, gibt es nun eine typische Yo, wer hat die Unterwäsche aus der Mädchenumkleide entwendet? Folge. Wir sind nicht mal eine Minute in der Folge drinne. Was? Der wahre Täter hierfür ist natürlich ein Geist, welchen sie dann auch am Abend erwischen. Dieser macht einfach mal eine Transformation oder er wird irgendwie nur so fett, keine Ahnung. Wogegen natürlich wieder die Geheimtechnik rausgeholt werden muss, sodass sich Iko erneut durch seine Horniness verwandelt und damit haben sie doch irgendwie doch noch gewonnen. Wollt ihr jetzt wirklich wissen, ob ich euch diesen Anime empfehlen würde? Natürlich, wenn ihr gewisse Körperteile mögt, ey, gönnt euch... Dieser Anime ist eigentlich voll scheiße, Real Talk. Es ist so 20% Brüste, 20% irgendwelche anderen weiblichen Körperteile, 5% irgendwie so Tempel-Götter-Zeug und das andere ist einfach nur belanglos, wenn ihr wisst, wie ich meine. Also es hört sich erstmal dumm an, aber es ist wirklich so, es ist wirklich der größte Scheiß. Aber wenn ich diese drei Anime ranken würde, dann definitiv den letzten, also Are My Buddha auf die 1. Es geht nur noch schlechter. Dann natürlich den ersten Anime auf die 2 und auf den letzten Platz. Nee, nicht auf den dritten Platz, sondern auf den 5. Platz, weil er so scheiße war. Power Stone, wirklich. Jedenfalls, Leute, das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe mal, euch gefällt so dieses neue Format. Falls ich das öfters bringen soll, schreibt es ruhig in die Kommentare. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Tschüssikowski.